Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da. Da, der ist ja schön. Ha, den nehme ich mit. Wo der Linus wohl bleibt? Wir wollten doch heute wieder Video zusammen machen. Hallo Linus, da bist du ja. Wow, die sind wirklich schön, deine Steine. Ja, die habe ich alle gesammelt. Und guck mal, der eine da, der sieht fast aus wie ein Osterei. Ja, stimmt, ja, du hast recht. So, ich habe sie da hingelegt. Ich freue mich schon auf Ostern. Wann ist eigentlich Ostern? Oh, Linus, das dauert noch ein bisschen, fast 7 Wochen. Jetzt hat mit dem Aschermittwoch gerade erst die Passionszeit begonnen. Die was? Personzeit? Nein, nicht Personzeit, die Passionszeit. Das ist die Zeit, in der wir dran denken, dass Jesus, bevor er gestorben ist, ziemlich viel leiden musste. Oh, meinst du das, wo der Jesus geschlagen wurde und wo sie ihn angespuckt haben und ausgelacht? Das ist nicht schön. Und das sind echt traurige Geschichten. Ostern ist schöner. Erzählst du dann heute so eine traurige Geschichte? Nein, Linus, heute nicht. Das erzählen wir erst kurz vor Ostern. Jetzt in der Passionszeit sind noch andere Geschichten dran. Was denn? Heute erzählen wir davon, wie Jesus seine Jünger, seine Freunde überrascht hat. Er war nämlich trotz dem Leiden immer noch für seine Freunde da. Okay, fangen wir gleich an? Ja, sobald wir mit dem Aufbauen fertig sind. Wir brauchen nur noch Wasser. Was? Wasser? Wofür denn Wasser? Das gehört zur Geschichte. Lass dich mal überraschen. Hallo Kinder, da sind wir wieder. Ja, hallo Kinder und hallo Linus. Wir haben heute eine Geschichte für euch. Da geht's um Wasser. Jedenfalls auch. Da haben wir was aufgebaut. Da könnt ihr mal gucken. Da unten. Da. Ja, das brauchen wir nachher für die Geschichte. Aber zuerst wollen wir noch ein Lied singen. Genau, ich habe nämlich vorhin ein Lied im Kopf gehabt. Und das singen wir nämlich gleich. Das heißt Immer und Überall oder Vom Anfang bis zum Ende. Vielleicht kennt ihr es, das hatten wir schon mal bei Linus. Vom Anfang bis zum Ende. Glaube mir.
Und seine Freunde, seine Jünger, die waren den ganzen Tag unterwegs. Jetzt gehen sie ins Haus. Sie sind müde und haben Hunger. Es ist Passafest. Vor der Tür ziehen alle ihre staubigen Sandalen aus. Vor dem Essen, das wissen sie schon, da wird bestimmt ein Diener da sein, der ihnen die Füße wäscht. Frisch gewaschene Füße, das tut nämlich gut, wenn man so lange unterwegs war. Füße waschen? Vor dem Essen tut man doch eher Hände waschen, oder? Die Hände haben sie sich selbst gewaschen, das natürlich auch. Aber das Füßewaschen, das hat immer ein Diener gemacht. Da steht die große Waschschüssel und der Wasserkrug. Aber es ist kein Diener da, der ihnen die Füße wäscht. Wer soll das jetzt machen? Die Füße, die stinken vielleicht. Sowas will ich auch nicht machen. Ja, Linus, und so geht's den Freunden von Jesus auch. Die gucken sich gegenseitig an und denken, ich doch nicht. Ich wasche doch den anderen nicht ihre dreckigen Füße. Das ist Arbeit für einen Diener, aber doch nicht für mich. Und dann macht halt keiner? Ja, so ist das. Deshalb gehen dann alle mit ungewaschenen Füßen zum Tisch. Und dann, nach einer Weile, steht aber der Jesus auf und geht zur Waschschüssel und gießt da das Wasser ein. Die Füße waschen, wenn sonst keiner macht? Nein, pass mal auf, was der Jesus jetzt macht. Der Jesus bindet sich eine Schürze um, nimmt die Schüssel, den Krug und das Handtuch und geht zum Tisch. Oh, will der etwa jetzt den anderen allen die Füße waschen? Wieso das denn? Ja, das denken seine Jünger auch. Es ist ihm bestimmt ein bisschen peinlich. Keiner wollte das machen. Und jetzt macht's der Jesus. Ja, Jesus, der geht tatsächlich rund um den Tisch und wäscht seinen Jüngern, seinen Freunden, allen nacheinander ihre dreckigen Füße. Und was sagen die dazu? Erstmal sagt keiner was. Die wundern sich nur, bis Jesus zu Petrus kommt. Und der sagt, nein, Jesus, das geht doch nicht. Du bist unser Meister. Du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Der Petrus will das nicht. Ja, der Petrus wehrt sich richtig dagegen. Aber dann schaut Jesus den Petrus an und sagt, Petrus, das, was ich hier mache, ist wichtig. Ich will dir damit zeigen, dass ich dich ganz, ganz arg gern habe und dass du zu mir gehörst. Schließlich haben alle dann wirklich saubere Füße und Jesus räumt die Schüssel und das Handtuch wieder auf. Der Jesus, der ist doch eigentlich der Chef von den Jüngern, oder? Der hätte doch auch sagen können, so, das macht jetzt mal einer von euch mit dem Füßewaschen, wenn gerade kein Diener da ist. Ja, das hätte er sagen können, da hast du recht. Es gehört sich eigentlich nicht, dass ausgerechnet der Meister die Drecksarbeit macht. Deshalb wollte der Petrus das auch erst nicht. Ja, und der Jesus erklärt seinen Freunden dann nochmal. Er sagt, ihr sagt zu mir, Herr oder Meister. Das ist auch richtig, ich bin euer Meister. Aber ich habe euch wie ein Diener den Staub und den Dreck und den Schweiß von den Füßen gewaschen. Das hat euch gut getan. Und damit habe ich euch gezeigt, wie sehr ich euch lieb habe. Der Jesus, der ist echt nett. Der muss nicht
immer der Chef sein. Ja, der Jesus, der war wirklich ein ganz besonderer Mensch. Der ist doch auch von Gott, der Sohn von Gott. Richtig. Und er hat gezeigt, wie sehr Gott den Menschen liebt. Da passt jetzt richtig gut das Lied, das wir noch singen wollten. Eines Tages kam einer, das singen wir jetzt. Schmutzige Arbeit. Und er hat seinen Freunden dann auch gesagt, ihr sollt das genauso machen, euch gegenseitig was Gutes tun. Und das gilt auch für uns heute noch genauso. Dass man den anderen die Füße waschen soll, meint das der Jesus? Naja, für uns heute vielleicht jetzt nicht gerade, aber dass man auch mal was macht, was keiner so gerne macht. Müll runterbringen zum Beispiel, das will bei uns keiner machen, weil das nämlich auch stinkt. Ja, das zum Beispiel. Oder die Pfütze aufwischen von den Schneematsch an den Schuhen. Oder den Fegedienst in der Schule, wenn da irgendwelche ekligen Sachen rumliegen. Ja, da gibt es bestimmt noch viele solche Beispiele. Und es ist natürlich auch besonders schön, wenn man was Gutes für den anderen macht, obwohl man das vielleicht gar nicht müsste. Also zum Beispiel, dass ich meiner Schwester beim Aufräumen helfe, auch wenn die das eigentlich selber machen müsste. Warum nicht? Was meinst du, was sagt sie dann, wenn du ihr hilfst? Die freut sich. Ja, ich denke gerade so meint das Jesus. Dass man sowas dann auch gerne macht. Dass man sich freut, wenn man dem anderen was Gutes tun kann. So mit dem Herzen auch dem anderen helfen. Nicht nur, weil man es muss. So war Jesus eben immer für seine Freunde da. Und er hat auch die unangenehmen Sachen übernommen. Das ist eine tolle Geschichte. Und weißt du was? Jetzt bete ich noch. Jesus, du warst der Meister und trotzdem auch der Diener. Du hast sogar deinen Freunden die Füße gewaschen. Manchmal wollen wir am liebsten Chef sein und bestimmen. Hilf uns, dass wir nicht vergessen, auch auf die anderen zu achten. Jesus, du warst immer für deine Freunde da. Du hast auch die unangenehmen Aufgaben übernommen. Manchmal haben wir keine Lust, etwas für andere zu tun. Hilf uns zu entdecken, wie andere sich über unsere Hilfe freuen. Jesus, du hast uns gezeigt, wie sehr Gott uns liebt. Diese Liebe hast du an die Menschen weitergegeben. Danke, dass du auch uns lieb hast, egal wie es uns geht und egal was wir tun. Du bist immer für uns da. Amen. Thank you.
für heute. Dann können wir schon Tschüss sagen. Jawohl. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Linus. Tschüss, Kinder. Jetzt bin ich nass.